Hallo zusammen. In unserem letzten Video haben wir euch das innerstädtische Laden des Taycans an einer AC-Säule gezeigt. Nun stehen Claudia und ich hier an einer IONITY-Schnellladesäule, wo wir die Möglichkeit haben, die volle Ladeleistung des Taycans von 270 Kilowatt auszuschöpfen und das für nur 33 statt 79 Cent pro Kilowattstunde. Ja, den Charging Service könnt ihr für euren Taycan über den Connect Store buchen und diesen auch für 3 Jahre grundgebührenfrei. Nach Ablauf dieser Laufzeit habt ihr die Möglichkeit, diesen auch wieder zu verlängern und das auch wieder über den Connect Store. Es gibt 3 Möglichkeiten, die IONITY-Ladestation freizuschalten und ja, die 3 Möglichkeiten zeigen wir euch jetzt. Als erste Möglichkeit, uns an dieser Ladestation zu authentifizieren, ist die Ladekarte. In diesem Fall haben wir wieder unsere Porsche Charging Card dabei und die brauchen wir nur ganz einfach hier an dieses RFID-Feld halten. Mit der Zeit können wir uns schon einmal den Ladestecker schnappen, den sogenannten CCS-Stecker. Den Anschluss finden wir beim Taycan hier auf der rechten Seite. Einfach kurz den Stecker rein, einen kleinen Moment warten, das Fahrzeug fängt jetzt an mit der Ladestation zu kommunizieren und der Ladevorgang startet. Als zweite Variante habt ihr neben der Porsche Charging Card auch die Möglichkeit, den Ladevorgang per App freizuschalten. Wir haben ja die My Porsche App und da sucht ihr euch an eurem Standort den Ladepunkt raus. Klickt diesen an, das seht ihr jetzt nämlich rechts eingeblendet, was bei mir gerade in der App passiert. Wählt ihn aus, klickt auf den Steckertypen und dann wählt ihr den korrekten Ladepunkt aus. Wir haben jetzt hier 4 Ladepunkte und dann seht ihr hier an der Ladesäule die Nummer, entweder ganz groß oder hier unten als Ladestationnummer angewählt. Wählt den einmal in der App, klickt auf kostenpflichtig bestellen oder scannt den QR-Code und dann seht ihr im Bildschirm, dass die Zahlung akzeptiert wurde. Ja, nehmt euch den Stecker, schließt es ans Fahrzeug ran und seid fertig. Die dritte und letzte Möglichkeit, uns an der Ladestation zu authentifizieren, ist das Aktivieren von Plug & Charge. Beim Plug & Charge greift die Ladestation auf verschiedene digitale Zertifikate vom Fahrzeug zurück und startet somit den Ladevorgang. Wir brauchen also keine weitere Ladekarte oder die App. Und wie wir das im Fahrzeug aktivieren, zeige ich euch hier einmal an unserem neuen PCM 6.0. Da brauchen wir nur einmal auf den Punkt Laden zu gehen, haben unten rechts unser Zusatzmenü und können dort das Plug & Charge aktivieren, indem wir hier den Haken setzen. Wir brauchen jetzt nur noch unseren Ladestecker schnappen, den ins Fahrzeug zu stecken und alles weitere regelt das Plug & Charge.